Hallo, 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 hallo. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Zur Freude von meinem Sohn hört diese Wacklerei im Übrigen bald auf, denn er hat mir mal ein Stativ bestellt, das wohl in den nächsten Tagen hier ankommt. Und dann kann ich mein Handy da drauf stellen und muss nicht mal hier so rumwackeln. Okay, der schimpft die ganze Zeit schon mit mir und kriegt die Krise, wenn er meine Videos bearbeitet. Aber das ist jetzt nicht das wirkliche Thema, sondern ich möchte mit dir mal darüber sprechen, weil ich weiß, dass das so für viele so ein Angstthema ist, weil es bei mir auch schon mal ein Angstthema war. Hallo, liebe Nicole. Dass Mann, Frau eigentlich spürt, da ist etwas in mir drin, ich würde da gerne meinem Herzen folgen, ich würde da gerne dieses Etwas in mir entdecken, ich würde gerne meinen Weg gehen, ich würde gerne meinen Seelenplan entdecken und daraus meinen Herzensberuf kreieren und damit auch Geld verdienen. Aber, der Mann spielt da nicht mit, der hat andere Pläne und die Kinder spielen da auch nicht mit, die sind für sowas sowieso nicht zu haben. Oder wegen der Kinder kann ich das jetzt nicht und solche Dinge eben. Ja? Als ich mich auf den Weg gemacht habe, auf meinen Herzensweg, kamen diese Ängste auch auf. Habe ich auch gedacht, okay, wenn ich jetzt mir erlaube, so egoistisch zu sein, ich habe es als, ja, was heißt egoistisch? Ich habe halt gedacht, wenn ich mir jetzt erlaube, wirklich nur, vermeintlich nur an mich zu denken, was ist, wenn ich meinen Weg gehe, wirklich diese Richtung, weil ich das alles, was ich jetzt so im Außen vorfinde, nicht mehr so mag, was passiert dann? Geht dann die Beziehung auseinander? Reiße ich die Familie auseinander? Und tralala, tralala, Kopfkino hoch drei. So. Ich habe mir aber dann auch im gleichen Moment gesagt, so unzufrieden, wie ich gerade bin, wenn ich so weitermache, dann geht möglicherweise die Beziehung auch auseinander. Oder wenn sie denn deshalb auseinander geht, nur weil ich meinem Herzen folge, dann wird es sowieso irgendwann auseinander gehen und dann blicke ich zurück und denke, hätte ich doch nur, ja? Dann sind wir doch mal ganz ehrlich. Partner, Ehepartner oder Lebenspartner, Lebensabschnittsgefahren, wie auch immer du das nennen möchtest. Warum streiten wir denn miteinander? Warum streiten denn Paare miteinander? Was sind denn so die Hauptgründe? Entweder es geht ums Geld, das ist ein großer Streitpunkt bei vielen, oder die streiten miteinander, nicht weil die erwachsenen Menschen sich eigentlich gegenüberstehen und miteinander streiten, sondern weil die kleinen Kinder, die in uns wohnen, miteinander streiten. Weil die kleinen Kinder, die in uns wohnen, miteinander streiten und total unzufrieden sind mit der Lebenssituation, in der sie sich als erwachsene Menschen befinden. Nochmal, es geht entweder ums Geld oder es geht darum, dass beide Partner eigentlich total unzufrieden sind, hallo lieber Martin, in der Situation, in der sie sich gerade befinden, sondern wird gestritten. Und dann geht es vielleicht irgendwann auseinander. Ja? Das ist doch der Knackpunkt, warum so viele Beziehungen einfach auseinandergehen. Und jetzt schau mal, es geht darum, dass in dem Falle jetzt du, weil du hier zuschaust, hallo liebe Bettina, du bist ja hier, weil du irgendwie auf der Suche bist. Es geht darum, dass du vorgehst. Dass du vorgehst, dass du deinem Herzen folgst, dass du deinen Seelenplan entdeckst, dass du mit dir ins Reine kommst, dass du dein Ding machst, dass du daraus vielleicht im nächsten Schritt, wenn du das möchtest, auch deinen Seelenberuf kreierst und daraus eben auch resultierend Geld verdienst.
Was geschieht denn dann, auch wenn es zunächst mal vielleicht ganz anders ausschaut? Was geschieht denn dann? Du kommst in deine eigene Kraft, du kommst in deine eigene Energie, du entdeckst dein eigenes Potenzial, du entdeckst deine eigenen Stärken. Du hüpfst morgens aus dem Bett, hellwach, topfit und voll guter Energie, weil du verdammt nochmal tagsüber Dinge machst, die dir wirklich am Herzen liegen, die dir Energie bringen. Und schau mal, hallo liebe Evelyn, wie attraktiv wirst du denn und anziehend wirst du denn dadurch auf deinen Partner? Und wie wenig streitet ihr euch dann auch letzten Endes, wenn du in deiner Energie bist und deinen Partner damit auch ansteckst? Und wie wenig streitet man sich denn, wenn zum Beispiel das liebe Geld einfach immer da ist? Dass keiner von euch beiden sich muss Gedanken drum machen. Wie kriegen wir den Monat hier wieder gewuppt? Wie kriegen wir den Dezember wieder gewuppt, weil wir Kinder haben und die Kinder irgendwelche Dinge gerne zu Weihnachten hätten, denen wir ihnen ja auch ermöglichen möchten. Wenn ich an mich früher denke, es war immer eine Herausforderung irgendwie. Ja. Und es geht wirklich nicht darum, den Kindern da alles zu kaufen oder kaufen zu müssen oder alle Wünsche zu ermöglichen. Aber es geht darum, dass du doch gerne gewisse Dinge deiner Familie und deinen Kindern einfach ermöglichen möchtest. Dass du ihnen doch eigentlich aus dem Herzen heraus auch zeigen möchtest oder auch vorleben möchtest, dass es eigentlich darum geht, ihrem Herzen zu folgen. Und dass du ihnen dann einfach auch, je nachdem in welchem Alter deine Kinder sind, ihnen nichtsdestotrotz auch Wünsche erfüllen möchtest. Und um das zu erreichen, da darfst du vorgehen. Da darfst du für dich die Entscheidung treffen und vorgehen. Und alles andere zieht sich dann nach sich. Und das Thema dabei ist, dass du auch gleichzeitig loslassen darfst. Das Thema dabei ist, dass du auch gleichzeitig loslassen darfst und aufhörst, mit dem Kopf etwas zu kreieren, wie anschließend etwas zu sein hat. Beispiel. Als ich so für mich die Entscheidung getroffen hatte, ich kündige jetzt im öffentlichen Dienst und gehe da hier straight meinen Weg. Und selbst wenn ich zur, hallo liebe Renate, und selbst wenn ich zur Hartz-IV-Empfängerin werde und wenn ich mein Auto abgeben muss und alles Mögliche, ich gehe meinen Weg. Was soll ich denn jetzt sagen? Jetzt habe ich einen Faden verloren. Ich wollte zu viel eigentlich sagen. Ja genau, das wollte ich sagen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo ich mich mit reinhole ins Boot. Ich habe früher auch versucht, meinem Mann auch Dinge so ein bisschen überzustülpen. Wenn ich sowas Neues erfahren habe oder irgendwie mehr und mehr verstanden habe, wie wir Menschen ticken oder glaubte es zu verstehen und wie das Universum funktioniert, wie wir Menschen funktionieren und tralala, habe ich versucht, etwas überzustülpen, also missionarisch unterwegs zu sein und. Das funktioniert aber nicht, weil weder wir wollen uns als Frau etwas wirklich von unserem Partner sagen lassen, noch möchte der Mann sich etwas von uns als Frau sagen lassen. Und erst rechnet rein von der Konstellation her, dass der Mann sich eigentlich so als Versorger für die Familie auch oftmals fühlt oder glaubt, das sein zu müssen, weil das noch solche in den Genen auch angelegt ist aus, keine Ahnung, von mir aus der Steinzeit, woher auch immer. Aber wir leben doch inzwischen in einem anderen Zeitalter, wo es auch darum geht, dass wir uns auf weibliche Art und Weise erlauben dürfen, uns unser Leben so zu gestalten, wie es uns wirklich entspricht. Und dann dürfen wir als Frauen auch eine Entscheidung treffen und losgehen. Das wollte ich jetzt noch dazu sagen, mit dem Loslassen aus dem Kopf kreieren.
Mein Mann, der war ja, also zum einen ist er ja Musiker und zum anderen war er eben auch im Berufsalltag gefangen, zusätzlich noch, wie ich auch. Und wenn ich damals für mich nicht die Entscheidung getroffen hätte, ich gehe da einfach, ich gehe da, dann wäre die folgende Kettenreaktion ja auch nicht entstanden, weil und ich hätte mir auch nicht vorstellen können, es war so tief in mir zwar so der Traum, der Gedanke da, dass wir komplett als Familie mit unseren wunderbaren Kindern auch so wie jeder das möchte, online, ortsunabhängig sich ein Leben erschafft, wirklich nach dem eigenen Herzen, vor allem die Kinder, die sind ja auch inzwischen erwachsen, dann hätte ich mir das vom Kopf her nicht kreieren können. Zumal ich ja auch dann gedacht hätte, ja, mein Mann so als Musiker und so, wie sollten das alles funktionieren und, und. Aber der Weg ist das Ziel. Wenn du tief in dir spürst, so wie es jetzt ist, so möchte ich es nicht mehr wirklich. Und du in dir so ein Bild von der idealen Familie, wie es für euch ist, für mich war es immer so ein Idealbild, dass wir morgens zusammen gemütlich frühstücken, relaxed in den Tag starten, auch Zeit miteinander verbringen, Zeit miteinander verbringen. Ich war heute Morgen so ganz spontan zum Beispiel mit unserem Sohn auch noch weggefahren und wir haben irgendwo lecker einen Kaffee miteinander getrunken und haben mal ja, miteinander gesprochen, wie dann halt manchmal auch Themen aufkommen, die so nicht aufkommen, wenn man in der gewohnten Umgebung ist. Und das ist so eine qualitative Zeit, die man da einfach miteinander verbringt. Und das heißt ja nicht, dass die Kinder als erwachsene Kinder jetzt nicht auch ihr eigenes Ding machen. Aber das sind Dinge, die können wir mit unserem süßen Köpfchen nicht kreieren. Der Weg ist das Ziel. Sobald du dich entscheidest, den Weg deines Herzens zu gehen, ist das wie so ein Dominoeffekt. Und in diese wunderbare Energie, in die du dich dann begibst, die du für dich entwickelst, die wirkt so anziehend, dass genau die Menschen, die dir wirklich am Herzen liegen, auch auf ihre Art und Weise dann auch deine Nähe suchen, deine Attraktivität suchen und dabei sein wollen. Und somit kannst du letzten Endes damit, indem du vorgehst, indem du den Mut hast, deine Komfortzone verlässt und wirklich losgehst, deine gesamte Familie, deine Partnerschaft retten. Da können wundersame Dinge geschehen, die wir aber mit unserem Kopf nicht kreieren können. Der Weg ist da eigentlich vorbereitet. Wir dürfen ihn gehen. Okay? Evelyn, ja, das ist wirklich wichtig und richtig, den eigenen Weg zu gehen. Es wird sich dann alles fügen. Ist für uns und den Partner gut, ist ganz genau. Und deshalb retten wir damit letzten Endes langfristig auch die Beziehung, die Ehe und die Familie. Das wollte ich mal einfach mit dir teilen zu deiner Ermutigung. Wenn du in dir spürst, hey, das hier ist nimmer genau das, wie ich mir es vorstelle. Dann geh. Nicht von deinem Partner weg. Geh nicht von deinem Partner weg, sondern geh deinen Weg. Geh deinem Weg, genau, Martin. Wenn man seinem Herz folgt, ist alles machbar. Genau. Das Herz kann dich nicht belügen und betrügen. Und dann können wirklich wundersame Dinge geschehen. Wirklich wundersame Dinge. Hab Vertrauen, das Leben, das Universum, dein höheres Selbst, deine Schutzenergie, keine Ahnung, wie auch immer du das nennen möchtest. Gott, Mutter Maria, egal. Das will dich für nichts bestrafen. Das meint es gut mit dir. Das möchte dich auch begleiten und leiten. Nur du darfst deins dazu beitragen, du darfst eine Entscheidung treffen und auch losgehen, sonst funktioniert es nicht. Sonst funktioniert es nicht. Das ist nun mal das Thema. Und ja,
Es ist auch damit verbunden, seine Komfortzone zu erweitern, immer und immer wieder. Und ja, es ist auch damit verbunden, dass auch mal Ängste aufkommen und Kopfkino hier aufkommt. Aber schau mal, was alles Großartiges entsteht, entstehen kann, entstehen möchte eigentlich für dich und deine Lieben, wenn du losgehst. Okay? Alles Liebe. Tschüss.